Im Stall von Sarah Steinberg packt die Chefin immer selber ordentlich mit an. Die junge Galoppertrainerin überlässt nichts dem Zufall und ist auch bei jedem Ritt auf der Trainingsbahn im Sattel mit dabei. Das Resultat spricht für ihre Arbeit. Was die Siege im Wackenhut Mercedes-Benz Zukunftsrennen, dem großen Sparkassenpreis und dem traditionsreichen Premio Federico Tessio beweisen. Wir haben dieses Jahr 4 Grupperennen gewonnen. Das ist schon eine enorme Zahl für jetzt einen kleinen Stall. Wir haben 30 Pferde, davon laufen maximal 15 bis 20 Pferde regelmäßig. Wir haben derzeit eine Gewinnsumme von über 500.000. Mit gerade 30 Jahren ist Sarah Steinberg die jüngste Galoppertrainerin in Deutschland. Als sie 2015 Trainerin des etablierten Rennstalls Salzburg wurde, war dies ein Paukenschlag. Rasch reformierte Sarah Steinberg das Münchner Trainingszentrum und machte es zu einer Top-Adresse. Wir haben einen super Trabring, wie man hier sehen kann, Longierzirkel. Wir haben 3, 4 Führmaschinen, was bei 30 Pferden schon enorm ist. Wir haben im Stall alles, was man sich wünschen kann, von Futterautomaten, 2 Solarien bis über alle möglichen technischen Geräte. Als Kind betrieb Sarah Westernreiten. Später folgten ihre Aus- und Weiterbildung in Traditionstrainingsbetrieben. Nun steht sie als Frau in Konkurrenz zu anderen Trainern und unter Erwartungsdruck im auch finanziell motivierten Rennsport. Es ist kein Sportgerät, es ist ein Lebewesen, ein Tier. Man muss sich viele Gedanken darüber machen, aber trotzdem, wie gesagt, es geht auch ums Geld. Am Sonntag, den 14. Oktober, wird auf der Galopprennbahn München der Tag des Preis des Lotto Bayern ausgetragen. In den 8 Rennen werden auch einige Pferde von Sarah Steinberg eingesetzt. Ich werde 3 bis 4 Pferde auf jeden Fall am Start haben. Das ist noch ein bisschen abhängig von den Bodenverhältnissen, die anstehen. Und wir nutzen die Münchner Bahn oft als Konditionsstart oder als ersten Start, damit die Pferde was lernen und wir nicht weit auf Reisen gehen müssen. Die Qualität der von ihr trainierten Pferde ist klar auf die großen, die Grupperennen ausgerichtet. Daher verfolgt die Trainerin auch ein verständliches Ziel. Mein Traum ist es eigentlich fast, dass der Rennsport weiter besteht, weil das ist natürlich mein Beruf und daran hängt es auch, wie weit ich meine Träume weiterführen kann. Natürlich, jeder Trainer wünscht sich, ein Gruppe 1 Rennen zu gewinnen. Wir haben dieses Jahr 2 Gruppe 2 Rennen gewonnen und natürlich wünsche ich mir, dass wir das auch noch schaffen. Nicht in diesem Jahr, aber es ist zumindest ein Ziel für die nahe Zukunft. Oft laufen die Pferde von Sarah Steinberg in Frankreich, England und Italien. Am kommenden Wochenende ist der Stern des Münchner Pferdesports wieder daheim zu sehen.